Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute ist Tag 15 meines Tagebuches, aber ab heute werde ich das Stück für Stück verändern. Das Video wird einen neuen Namen bekommen, Corona-Check, und ich werde grundsätzlichere Inhalte auch aufgreifen. Das alles fällt mir natürlich ein bisschen leichter, weil vieles im Lot scheint. Meiner 95-jährigen Mutter geht es gut, meinem Partner Steven ebenso, der Labrador Sammy ist ja allemal krisenresistent, und ich warte eigentlich nur auf die Bescheinigung des Gesundheitsamtes, dass meine Quarantäne aufgehoben ist. Wenn sich da irgendetwas ändern sollte, werde ich euch natürlich so schnell wie möglich teilhaben lassen. Es waren 15 Tage auf und ab, Höhen und Tiefen, aber eigentlich insgesamt ein milder Verlauf. Und zwar so, dass ich ein Grundvertrauen habe. Und ich meine das wirklich so. Ein Grundvertrauen, dass Hunderttausende von Menschen in diesem Land in den kommenden Monaten den gleichen milden Verlauf erleben werden. Eine zentrale Frage ist natürlich für mich, wie lange kann sich Deutschland den Shutdown erlauben? Es ist eine Debatte, die in Medien und in Öffentlichkeit geführt wird. Da geht es auf der einen Seite, dass wirtschaftlicher Niedergang gegen Menschenleben aufgerechnet wird, dass Menschenleben gegen wirtschaftliche Verluste aufgerechnet werden. Eine recht einseitige Debatte von beiden Seiten. Begonnen hat sie übrigens Donald Trump, als er sagte, "We cannot let the cure be worse than the problem." Die Heilung darf nicht schlimmer sein als das Problem. Für mich ist das allerdings kein Entweder-Oder. Es ist ein Sowohl-als-auch. Ja, wir brauchen die Wiederbelebung der Wirtschaft, aber wir werden erst zu Ostern sehen, ob sich die Kurve der Neuinfektionen abflacht und wir Läden und Betriebe wieder öffnen können. Und wir wissen, woran es mangelt. Wir haben keine ausreichende Anzahl von Masken für die Menschen in diesem Lande. Zum Zweiten, wir haben noch keine Massentests bis hin zu Drive-Thrus wie bei McDonald's, wo man Schnelltests machen lassen kann. Und zum Dritten liefert uns das Robert-Koch-Institut immer noch keine realistischen Echtzeitdaten. Und lieber Jens Spahn und Kompanie, jetzt ist es endlich Zeit, dass du lieferst. Eigentlich müsste am Montag ein realitätstauglicher und glaubwürdiger Plan vorliegen für die Produktion, aber auch für die Auslieferung von Masken, sowohl für das Pflegepersonal und die Ärzte als auch für die Menschen in diesem Lande. Zum Zweiten müsste ein Konzept vorliegen, wie in 2 bis 3 Wochen Massentests schnell gemacht werden können. Und zum Dritten, das Robert-Koch-Institut muss befähigt oder, ich sage mal liebevoll, motiviert werden, so schnell wie möglich realistische Daten zu liefern. Jens Spahn, es ist deine Stunde. Sie tickt im Guten, sie kann aber auch im Schlechten ticken. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, in diesem Sinne, gemeinsam stehen wir das durch. Guten Abend.